im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Erstkommunionkinder, wir haben ja schon geprobt, wir haben uns kennengelernt in dieser Zeit der Erstkommunionvorbereitung. Heute ist euer großer Tag, weil Jesus in ganz besonderer Weise zu euch kommen möchte in der Erstkommunion, bei euch bleiben möchte. Und es freut mich, dass viele gekommen sind, um mit euch zu feiern. In der Taufe ist euch zugesagt worden, das Licht Gottes, das Licht Christi soll für euch leuchten. Damals haben die Eltern den Glauben für euch bekannt und euch begleitet, die Taufpaten, einige sind ja auch hier, die Menschen, die euch am Lebensweg begleiten. Und heute seid ihr schon so groß, dass ihr selbst das tun könnt, euren Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck bringen. Widersagst du dem Bösen all seinen Verlockungen und Werken? Ich widersage. Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, an den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubst du, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er gelitten hat, gestorben, aber dann auch, das haben wir zu Ostern gefeiert, auferstanden ist? Ich glaube. Ganz wichtige Frage zum Schluss. Willst du auch selbst zu Jesus gehören und als Christ leben? Ich voll Freude, dass Gott uns begleitet und beschützt, dürfen wir ins Gloria einstimmen, wenn wir rufen. Gloria in excelsis Deo. Das Evangelium verkündet und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra und Antiochia zurück. Sie brachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Liebe Erstkommunionkinder, ihr seid alle so super schön angezogen. Das hat in mir die Idee wachgerufen, ihr könnt eigentlich einmal statt einer Predigt eine Modeschau machen. Und ich habe die teuersten Models von ganz Österreich engagiert, damit sie mir ein bisschen helfen. Liebe Models, und wir schauen einmal auf euren Rücken. Ihr müsst einmal umdrehen. Okay. F-S-H-I-C. Habt ihr schon eine Idee, was das eigentlich vielleicht heißen könnte? Fisch. Warum Fisch? Was hat der Fisch mit der Kirche zu tun? Wir haben ja das heutige Motto unter das Thema Fisch gestellt. Immer wenn ein Kind getauft wird, hängen wir einen Fisch auf mit dem Namen des Kindes und mit dem Taufdatum. Damals hat eure Freundschaft mit Jesus begonnen. In der Sprache, die damals geherrscht hat, das war die griechische Sprache, da hat Fisch etwas anderes bedeutet. So, liebe Models, liebe Topmodels, kehrt euch um, weil jetzt dann lernen wir Griechisch. Da oben, liebe Kinder. Einen Fisch. Und wir sehen die 5 griechischen Buchstaben Ichthys. Das heißt, Jesus Christus, Theos, Hyos und der. So. Und das ist unser kürzestes Glaubensbekenntnis, das es überhaupt gibt. Weil diejenigen, die einen Fisch gezeichnet haben, haben dann damit zum Ausdruck gebracht. I, das haben wir auf die Kreuze hier oben für Jesus, gell? Jesus Christus, T, das ist das T, Theos, Gott. Jesus Christus ist Gottes, Gottes Sohn. So, jetzt haben wir noch ein großes Geheimnis. Die Schwanzflosse, gell? Das ist sogar richtig, das S, das heißt Soter. Und Soter heißt auf Deutsch Erlöser. Was sagt denn dann das Ganze? Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und unser Erlöser. Herzlichen Dank und jetzt dürft ihr wieder hineingehen. Lieber Gott, erhöre unsere Anliegen. Lieber Gott, wir freuen uns alle, dass heute der Tag unserer ersten Heiligen Kommunion ist. Lass ihn zu einem unvergesslichen Fest werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Eltern schenke ihnen Geduld und Freude im Umgang mit uns Kindern. Wir bitten dich, erhöre uns. Beschütze auch unsere Lehrer und Lehrerinnen und alle unsere Klassenkollegen und Klassenkolleginnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenkt uns Blumen, weil sie uns Freude bringen. Gott schenkt uns Blumen, weil sie uns Freude bringen.
Dieser Krug behaltet den Saft des Lebens. So. Gott schenkt uns mit den Kerzen das Licht der Welt. Dieser Kelch zeigt, dass Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. Wir preisen dich, Herr, unser Gott. Du bist der Schöpfer unserer Welt. Du schenkst uns das Brot. Es ist die Frucht der Erde und unserer menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Darum preisen wir dich mit den Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Jesus selbst hat uns gelehrt, in unseren Anliegen immer wieder zu unserem Vater im Himmel zu beten. Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und so segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind wieder dort.